Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einem neuen Part von Let's Play Team Sonic Racing. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, meine lieben Freunde. Wie war das? Hier müssen wir irgendwie nochmal machen, weil hier haben wir nur ein. Richtig, die Grand Prix, da waren wir es lässt. Da wollte ich ganz gern 3 Sterne haben, weil irgendwie müssen wir nochmal machen, um hier weiterzukommen. Oder war es hier irgendwas? Ja, warte mal, hier haben wir beide noch gar nichts. Hier habe ich auch noch keinen Stern. Hier müssen wir die Grand Prix Gesamtwertung gewinnen. Tiefe, komm jetzt hier diese Ring-Herausforderung. Schauen wir uns die mal an. In dem Part, ja, ich habe alles in Durst, deshalb wir das mit Knuckles machen, weil Knuckles einfach mein Lieblingscharakter ist. Ja, tatsächlich nicht Sonic, sondern Knuckles, weiß nicht wieso. Aber Knuckles ist schon immer mein Lieblingscharakter in diesem Spiel gewesen. Ist einfach so. Nehmen wir hin. Ist toll. Freuen wir uns. So. Genauso freuen wir uns jetzt drauf und schauen, wie ich dieses Level meistern werde. Da bin ich nicht so gespannt. Bin ich sehr gespannt, meine. Und währenddessen sick ist im Hintergrund. Wenn du mal ein Video und Upload, was bin ich fleißig an Vorproduzieren für morgen. Weil morgen bin ich den ganzen Tag über nicht da. Da bin ich in einer Stadt bei mir in der Nähe. Bisschen so Zoo und botanischer Garten so Zeugs, weil meine Ferien enden bald, ne? Da muss man den letzten Ferientag hier schließlich noch genießen, bevor der komplett wieder vorbei ist. Aber hier weiter habe ich schon längst nicht mehr gemerkt, dass der Hit eigentlich schon lädt. So, ach ja, das ist lustig. Hier muss man nämlich Ringe einsammeln. Wenn ich nicht, ich bin Mario Kart, sorry, ich habe jetzt erst wieder Mario Kart gespielt, ne? Ich hab bitte nicht mit mir simpfen, dass ich gerade jetzt so richtig Turbos heiße bin. Wow, man braucht, aber hier ist es ja Gold zu bekommen. Okay, wir haben nicht viel Zeit, aber ich behaupte zumindest Bronze. Saft ist auch definitiv nicht, aber beinahe hat es es geschafft. Okay, easy ist falsch, aber es ist nicht schwer. Hier können wir uns, wenn ich mich ein bisschen zusammenreiße, sogar alle, also was reißen hier, und das ist, das mag was heißen. Deshalb werde ich das jetzt einfach nochmal probieren. Und hoffen, dass es besser wird. So. So. Mal sehen. Vielleicht reißen wir jetzt hier besser. Merkt es auch, ich bin gerade ein Highlight bei der Sache, ne? Ich habe keine Ahnung, wieso, weshalb, herum. Und ich bin kurioserweise einfach wirklich nicht besser. Die steht da nicht im Turbo-Start, das überhaupt generell so schnell fährt, ne? Dann, wenn man sich ein bisschen verfranst, kommt man hier überall einfach nur richtig ungünstig vorbei. Ich kann nix hier irgendwie einsahen. Ich meine, das krass ist ja, das nächste ist ja einfach 400. Da bin ich halt doch übelst weit von entfernt, ne? Da muss man einfach jeden Ring irgendwie komplett dingsbumsmäßig treffen. Aber immer habe ich immer Bronze, das ist immer ganz geil. Und das nehmen wir auch so mal hin. Das ist doch auch so mal. Ist doch so mal ganz gut, sind wir doch so mal zufrieden. So. Hashtag so weit, so gut. Wir machen es aber wirklich nochmal, weil ich will es einfach verbessern. Weil ich glaube, dass ich das besser konnte, wenn ich mich nur mal anstrengen würde. Also, nächster Versuch. So. Ich habe mir eigentlich generell vorgenommen, meine Videos größtenteils nachts vorzuproduzieren, aber es funktioniert nicht. Bin viel zu müde und zu unkonzentriert. Das muss man an irgendeinem Nachmittag machen, wo ich da wirklich Zeit und Lust habe. Weil alles andere. Scheiße, ey. Funktioniert nicht und endet dann hier mit irgendwas sowas hier. Also wieder komplett Katastrophe. Ich
meine, ich rase hier gefühlt an allen vorbei. Bin noch das, dass das letzte Mal nicht feierlich. Das ist nicht feierlich. Nee, beenden das und hoffen, dass wir jetzt so das andere freigeschaltet bekommen. Nee, dann machen wir hier das Rennen einfach nochmal. Und hoffen, dass wir hier jetzt besser abschneiden, ganz einfach. Machen wir jetzt mal Classes als Sonic. Jetzt mal hier die Intim Sonic Racing. Ja. Also, mein Marister Glass ist jetzt hier unterwegs. Ja, unser rätselhafter Gastgeber kann wohl Botschaften in andere Dimensionen schicken. Beeindruckend. Verstörend beeindruckend. Ich glaube, das haben wir hier schon gehört, den Prolog, ne? Beim letzten Mal, wenn mich das alles täuscht. Nach allem, was ich erlebt habe, bin mir aber nicht sicher, deshalb, wie immer, Power ist kurz unter. Mist, jetzt hat er steckt runter. Mehr dahinter, als wir sehen. Dann ist der Produkt schon direkt vorbei. Wenn man hier wieder auftauchen müsste, supi. Aber es wird geladen, das heißt, es dauert kurz. Macht aber nichts. So, es geht schon weiter hier. Da kommen, wir überspringen jetzt einfach mal alle Dialoge hier, die sind unwichtig. Und hoffen, dass wir es jetzt nochmal besser schlagen, weil das gestern, jetzt noch wieder mit Facecam hier. Ach, geil. Jetzt mal direkt einen Start verpennt, perfekt. Sag ich mal, die mein ganzes Team muss halt einfach gut sein. Sonst kommen wir hier vorne und hinten, links und rechts nicht weiter. Und das ist das eigentlich Problematische. Aber mit Sonic bin ich tatsächlich gar nicht so schlecht. Ich kann mit Sonic wirklich gut arbeiten. Und hier ist auch das Ziel, dass mein ganzes Team erster wird. Dann bekommen wir einen Stern und müssten auch für das nächste Event freigeschaltet werden. Ich darf halt nicht versehentlich stehen bleiben, ne? Das ist dann kompletter Bananenbullshit, den ich da baue. Und der ist nämlich nicht feierlich. Hashtag Bananenbullshit. Wer kennt es nicht? Und auch die Tatsache, dass wir unten entlangfahren, ist auch eher ein bisschen schade und dumm. Hier kann ich jetzt auch ungestört die Ringe einsammeln. Seht ihr, wie falsch dieser Hase hier läuft? Also das ist heftig. So. Ja, wollte ein bisschen Off-Topic-Themen einbringen. Ich habe überlegt, dieses neue, Gott, wie heißt das? Benzo, nicht Benzo, dieses neue, Racing-Spiel, was von den Machern auch von der. Ja, klar, Bomben, was noch alles hier, konnten es alle mal kreuzweise. Das heißt auch so ähnlich. Team irgendwas Racing. Fällt jetzt der Name einfach gerade nicht ein. Also es ist nicht ein Benzo Kazooie, aber es konnte ähnlich. Weil ihr. Mir fällt jetzt der Name ein davon. Ich hab mir das dann dauernd vergessen. Ich glaube, ihr wisst, welches Spiel ich meine. Aber es auch überlegt, ob es direkt das Benzel, als ich hab gehört, es soll sehr schwer sein. Und wir haben jetzt schon ein Racing Let's Play starten und bald auch mit den Mario Kart Tour bestimmt das nächste. Aua! Nee, jetzt nervt es mich hier gerade hier. Bestimmt auch bald das nächste. Weshalb ich mich dazu entschlossen habe, das einfach erstmal nicht so Let's Playen. Vielleicht irgendwann Sommer, weil ich will eigentlich halt auch noch die Mario Kart, die letzten beiden, die mir von der Reihe noch fehlen, nämlich den SNES-Teil nochmal richtig, GameCube und Gameboy-Teil, pardon, das sind die drei, die mir überhaupt noch fehlen. Sonst habe ich nämlich alle der Reihe gespielt. Will ich eigentlich zuerst jetzt playen. Wird ein bisschen kompliziert, weil alle, also SNES nicht, weil den habe ich bei mir, bin ich sonst gut drin, aber den habe ich theoretisch. Gameboy habe ich, wird nur schwer aufzunehmen, weil das ist richtig beschissen mit dem Programm. Ich glaube, dass meine Fahrskills gerade beschissen sind. Und dann haben wir noch
den Mario Kart, was ist das Gamecube-Teil da jetzt wäre, weil es hat kein Gamecube. Ja, es hat tatsächlich kein Gamecube. Sunday war Messes Weiß, Super Mario Sunshine habe ich auf dem Emo gespielt, habe das mal ein bisschen gebracht, ein Part. Wird übrigens irgendwann mal ein Sommerprojekt werden, wahrscheinlich nächstes oder so. Dieses Jahr will ich nämlich die Sims 4 bringen, dieses Island Special New Pack Gedönste, whatever das eigentlich ist. Will ich jetzt dieses Jahr bringen, als mein Sommerprojekt, wenn es einfach nicht gegen die Bande fahren, David, dann machst du alles richtig. Ich sagte halt einfach gerade nicht, weil ich Bande fahren. Hier offensichtlich das erste wenige. Zumindest Sonic, wenn das jetzt einmal gar nicht an die Fahrt schon wieder gegen dran ist, raste aus, ne? Nee, ich finde das einfach nur scheiße. Ich habe ja aber irgendeinen interessanten Glitzer hier bei mir. Ich sag immer, wie das jetzt bringt, weil ich will das Rennen eigentlich als erster in den Kasten bekommen. Und ich schaff's tatsächlich mal nicht hier dran zu fahren, was Ehre ist, und ich deshalb erster werde. Yay, yeah, und mein Team und die anderen reihen sich irgendwie auch da relativ weit vorne dran. Was gut ist. Weil so, kann das hier theoretisch noch was werden. Und das ist gut. So, wir machen weiter hier. Nächstes Rennen weiter im Programm. Ja, man merkt, ich werde erst langsam müde und das ist erst nicht feierlich. Ich habe auch noch drei Rennen vor mir und jetzt wird es nämlich spannend, ob ich die nächsten Rennen jetzt noch erster werde. Ich würde es nicht bezeugen. Ich würde es nicht wetten. Während, also ich muss das jetzt so irgendwas reißen, dann bin ich es so zufrieden und das werde ich definitiv hinbekommen. Ich meine, wenn ich komplett besoffen fahre wie gestern, gefühlt besoffen fahre wie gestern, läuft der Hase auch. Wir sind 9 Leute insgesamt, ne? Kann das sein, weil 3 Dreier-Teams, 3x3x3, also 3x3 Mann ist und das ergibt 9. Ja, kommt hin. Merkt man auch daran, dass ich gerade 9. bin und richtig schön hat gerade Hardcore von denen, die weggedriftet wurde. Und überhaupt sehr am Failen bin gerade, was nicht gut ist, weil ich eigentlich Erster werden wollte. Aber die anderen meinen Teams sind sehr weit vorne. Was sehr nett ist. Soweit ich es sehen kann. Ich verfolge ein bisschen die gelbe Spur. Ich weiß noch nicht, was es bringt, aber ich glaube, es war irgendwie immer so, dass es voll was gebracht hat, wenn man auf dieses Boot drauf ist. Aber die Strecke war auch eine von denen, die ich nicht so gern mag, wenn es ehrlich sein soll. Die gefällt mir nicht wirklich. Deshalb bin ich auch so derbe Scheiße drin. Nach wie vor so bei Karts wie mein Problem. Wenn das Strecken sind, die ich nicht gut finde, in denen ich, dann bin ich da drin automatisch irgendwie nicht gut. Ich weiß nicht wieso, liegt das daran, dass ich nicht mein Bestes gebe oder sonst irgendwas? I have no idea. Genauso wenig Idee habe ich, weshalb ich jetzt kein Item mir geschnockt habe. Aber okay, ich hinterfrag das erst. Ja nee, sowas, weißt du, dass man einfach direkt ohne irgendwas dagegen machen kann, direkt abprellt an irgendwelche Leute, die noch deine Teammitglieder sind. Das ist eine Sache, die pisst mich an Game übelst ab und das verstehe ich auch nicht, wieso eigentlich. Oder auch sowas hier, dass aus dem Nix von irgendwas getroffen werde. Einfach so wie ein Siebter bin. Ey, sowas fuckt ab hier. Da werden noch von anderen Teammitgliedern hier einfach hardcore herzensfrei überholt hier. Was denkst du? Oh nee, jetzt fahr doch, Alter, hier. Eigentlich ist das Spiel erst geil. Ich mag es wirklich gern. Aber um 1 Uhr nachts hier, wo ich leicht genervt bin, muss ich zugeben, ist es doch nicht so geil. Ich muss mir andere Aufnahmeseiten suchen, weil ich dachte mir, komm, kann ich gezielt abends dann aufnehmen, nach dem Stream noch ein paar Runden, aber irgendwann ist man einfach richtig fett müde und dann läuft der Hase nicht mehr. Also da muss ich mir irgendwas überlegen,
dass wir das in Zukunft noch ein bisschen irgendwie andere Aufnahmezeiten so. Es geht ja auch nur ein paar Videos, das nehmen wir an Kursklassen davor auf. Und es hat ein paar, die es halt einfach wirklich jeden Tag eigentlich frisch aufnehmen. Um die geht es mir eigentlich auch primär. Muss ich mal sehen, wie ich das da hinbastel, hinbiege, aber irgendwas. Wird mir das ein Einfallen und jetzt trifft mich gleich eine Rakete. Oh mein Gott, es gibt hier Master Turbo oder wie? Ich komme auf den riesigen Turbo-Plotz hier gerade gar nicht an, den ich hatte. Ist heftig. Habe sogar einen kleinen Vorsprung hier, der mir vermutlich gut helfen wird, hier ins Ziel zu kommen. Wäre halt cool, wenn Tails auch nicht so komplett weit hinten. Digga, was hat mich denn jetzt für eine krasse Scheiße überholt hier? Das ist doch ein einzelnes bewegtes Feuerding. Feuerball. Alter, was ist das für eine Scheiße hier? Was sind das für Feuerball-Spasten, die mich hier überholen? Wir haben diese was und ich hab sowas gerade nicht. Wenn ich jetzt runterfalle, dann race ich nämlich wieder komplett. Weil ich einfach so direkt vor ein Ziel, was einfach unnötig wäre. Das heißt ja, wenn du runterfällst. Aber er ist mir erster geworden, der Rest reißt sich auch daran an. Was sehr angenehm ist, weshalb wir deshalb in Führung sind. Eigentlich müssten wir so noch bei einem machen und dann haben wir alles. Gerade habe ich irgendwas hier freigeschaltet, was mir nämlich interessanterweise bei meiner Xbox Live Dings hier angezeigt wird, weil ich habe da auch, es ist ja mit dieser Xbox App hier, was sehr interessant ist. So, das, die finde ich wirklich cool, die Stage an sich. Die finde ich echt cool. Umso gehypter bin ich jetzt dieses Spiel. Ihr merkt es kommt zum Teil Team Sonic Quest nur ein Teil, ein Part am Tag. Zum Beispiel jetzt hier gestern, heute und morgen. Danach bin ich ja wieder in Rhythmus drin, da kommen wieder zwei Parte pro Tag vermutlich. Aber ist mein iPad reißt auch, da werde ich mir so ein bisschen den Kopf umdrehen. Wenn mal nicht drei Parte kommen. Klar, ich will es krasse Videos produzieren. Hab auch gerade die Zeit dafür, hab einen Rhythmus gefunden, wie das geht. Den nutze ich auch die Zeit im Slot und mach das auch soweit. Aber es geht halt nicht immer alles und es gibt halt auch manchmal dann irgendwie einen Tag oder so, wo halt kein Sonne kommt oder so. Also ich bin da noch nicht 100% raus. Ich bin nur so weit da raus, das ist nicht jeden Tag hier. Und hier ist jetzt so eine schlechte Erinnerung mit dem Ringfahren. Das ist hoffentlich ab jetzt wirklich jeden Tag ein Video bringen kann. Ja, aber was hier ist, es soll keinen Tag mehr geben, wo ich kein Video mehr bringe. Zumindest soweit in der Theorie am Plan. Wird leider nie hinhauen, aber Kollegen mit ihrem Tenor hat es auch hingehauen. Aber das ist viel zu kompliziert. Aber ich nehme es mir langfristig vor, dass ich ab jetzt wirklich täglich Videos raushaue. Klar, es kann auch mal Tage geben, wo es kein Video gibt, aber das sollen die ultimativen Ausnahmen sein. Also der Normalfall soll jeden Tag Videos sein. Und Montag bis Freitag ab jetzt auch Livestreams. Nur Montag bis Freitags. Vereinfacht gesagt, Sonntag muss ich das Foto vorbereiten. Nope. Und Samstag ist einmal ein Abend, den ich wirklich komplett für mich haben müsste. Ohne YouTube und sonst was. Ach scheiße, ey, hier. Was nehmen wir da los? Also deshalb Montag bis Freitag gibt es Livestreams. Wenn ich freitags mal nicht da bin, kann ich so noch auf Samstag ausweisen. Aber ich glaube, das ist ganz gut geregelt. Ich meine, es passt auch. Wenn ich Montag bis Freitags einmal stream, der ganze Rest von der Serverkiste sind E-Videos. Und ich glaube, das. Ich komme auch nochmal in den ganzen Videos und dann ist das ganze Teil. Glück gehabt. Ist machbar. So zumindest in der Theorie mein Plan. Inwiefern es alles eben Praxis, dass es auch in der Praxis umsetzen lässt. Das wird sich noch zeigen. Da weiß ich noch nicht. Hoffe mal gut, aber wir werden es bald sehen. Aber ich glaube, erst wenn ich Montag bis Freitag streame, das müsste eigentlich reißen.
überhaupt ist. Aber mal sehen. Da kommen auch wieder irgendwelche Tage bald, wo ich nochmal auf Fahrt bin von der Schule aus. Werd aber so, dass ich da wirklich Videos vorproduziere. Scheiße, ey, Mann! Da bin ich auch so nochmal ein bisschen weg, zeitweise. Aber auch da gilt, ich werde Videos vorproduzieren. Also Videos sollten ab jetzt wirklich täglich kommen und Livestreams eben Montag bis Freitag aus, auch aus, als bin weg, klar. An den Tagen eventuell halt mal nicht, habe ich wieder den krassen Mega-Turbo der S-Taftik, ich, für den ich jetzt erst erfahren habe seit dem Part, dass es den überhaupt gibt und generell auch wie dieser hier funktioniert. Aber irgendwie kann man auch nur einmal pro Rennen haben, seit mir das so, aber es bin wieder Erster geworden, sein Abstand. Ich wollte sagen, so langsam habe ich das raus, aber das war schlechtes Karma und das wird mich jetzt definitiv in der nächsten Runde umlegen. Aber mal sehen, mal sehen. Eine Rennen haben wir noch vor uns. Und ich hoffe einfach, dass ich das hier jetzt irgendwie mal hinwippe, sodass ich in allen Erster werde, meine ganze Gruppe einfach insgesamt ein Erster wird. Das wäre so männlich praktisch. Bin gleich wieder da. Und das wäre es mir nicht praktisch. So, ich trinke währenddessen ganz geschwind was, während das lernt ein kleines bisschen. Weil ich immer wieder das Wissen drin aus dem Trinken. Ich glaube, die States fand ich so, naja. Ich wechsle dauernd A mit B. Dieses beschissene Xbox Nintendo Problem. Und ja, es hat tatsächlich schon so einen Namen. Hashtag Xbox Eternal Problem. So. Und das ist das Kranke daran. Das nächste noch gegen den Fels stürmen. Sonst hier irgendeinen Schwachsinn machen. Und Hashtag Hauptsache, er macht den erstmal doch. So. Nope. Einfach mir mal nicht hier in die Quere kommen. So. Planmäßig will ich erreichen, dass zukünftig eigentlich nur noch so 3 Videos abgesehen von Hype-Projekten, die halt fressen oder wirklich mehr Parts erscheinen, direkt nachdem ich aufgenommen habe. Also ich will schon mehr Videos am Tag machen als bei 3. Ist auch klar, mein ganzes Community-Projekten und pipapo. Scheiße, muss aber was hauen. Wie ich das in der tatsächlichen Realität einfach umsetzen lässt. Weil das weiß ich noch nicht. Plan aber, wie gesagt, mehrmals täglich jetzt wirklich Videos zu bringen. Werd das auch in der nächsten Channel News Ausgabe jetzt demnächst mal ein bisschen genauer anspressen, was ich mir da dann generell so gedacht habe. Aber ihr seht erst so, ich starte jetzt nochmal richtig durch und werde sich nochmal krass Videos raushauen in nächster Zeit. And so on. Also, es wird legit werden in nächster Zeit, es wird geil werden, vor allem mit Maumaker 2. Weil es das schon, Alter, was ist es halt einfach heute, also wenn ihr seht, ist das halt so vorbei, aber es ist halt in weniger als einer fucking Woche. Hast du ein bisschen vorbestellt, bekommen wir Special Edition und einen Stift. Also gehypt bin ich auf Maumaker 2 richtig, richtig krass. Wird gesuchtet ab Release, wird voraufgenommen ab Release, wird hochgeladen ab Release, wird gestreamt ab Release, also richtig fett. Und davor, am Donnerstag, werde ich auch nochmal ankündigen. Mit so nochmal einen schönen View-Endstream und irgendwie halt auch so jetzt Hype-Stream geben. Wo es nochmal die besten, irgendwie nochmal ein paar Level aus Baumärker 1. Das wird dann Queens pur am Donnerstag. Das wird dann auch wirklich ein bisschen längerer Stream. Deshalb wird der so um 20 Uhr starten. Und der geht dann wirklich ein paar Stunden. Montag streamen wir nochmal so, also Streamingplan kann ich sagen. Montags machen wir nochmal so eine Maumaker-Folge, da werde ich es eben auch ankündigen. Mit dem Event. Und letzte Runde, pipapo. Letzter Part dann am Donnerstag vom Maumaker. Dienstag bringen wir wahrscheinlich wieder Splatoon. Mittwoch Mario Kart. Und Freitag dann wieder Splatoon. Splatoon kommt dann nämlich zweimal in der Woche, Mario Kart einmal. Bis jetzt wird es schauen, wie es das alles ändern wird, wenn Maumaker 2 kommt. Da werden wir es dann sehen. Dann machst du dieses irgendwie eine 5 Tage Zeit für den ganzen Spaß in der Woche. Aber das bekommen wir alles irgendwie hin.
Hype definitiv, nur weil es mehr gefragt haben, ist Hardcore da. Vor allem ist es ein krass neuer Level zu spielen, also es wird ein heißer Community Shit. Der ich natürlich auch komplett übertragen werde, alles. Ich hab grad mal wieder mega Power hier. Und das habt ihr gerade noch selbst, weil ich jetzt wirklich weit vorne bin. Ich mache es eigentlich echt gut, das muss ich jetzt schon sagen. Bin ich von mir selbst relativ überrascht. Aber trotzdem ist der Fakt, ich bin ohne müde, weshalb ich mich jetzt auch gleich ins Bett verpissen werde. Weil die so arm ist, das Voraufnehmen, ja, funktioniert theoretisch schon, aber halt nur, wenn man nicht gerade voll müde ist, ne? Aber I mean, das ist ja klar. So, wir sind wieder Erster geworden, das haben wir doch gut gemacht. Wunderbar, wunderbar. So, wollten wir jetzt eigentlich so einen Vorhaben haben. Ich hoffe jetzt, dass es hier irgendwie weitergeht. Die ganze Gang hat sich hier eingefunden. Ich freue mich schon, ihnen Steine in den Weg zu werfen. Du hast deine Steine hier gelassen, Chef. Soll ich dir welche bringen? Du bist eine ganz besondere Pfeife, Q-Bot. Ja, ich bin das Besondere. Bam, wir haben hier einen Stern bekommen und siehe da, das nächste Level ist freigeschaltet, nämlich ein Überlebensrennen und dies machen wir im nächsten Part von Team Sonic Racing, Gott, das hat den Namen vergessen, macht's gut liebe Leute, bis zum nächsten Mal und ciao.